Eigentlich ist Ludwigslust nur ein Jagdschloss. Am Gebäude selbst ist, weil es nie zu einer Residenz bestimmt war, nicht die mindeste Pracht. Diese nüchterne Einschätzung stammt vom englischen Gelehrten und Reisenden Thomas Nugent vom 21. November 1766. Aber dem reisenden Gelehrten fielen bereits die Sammlungen des natur- und jagdbegeisterten Herzogs und die beeindruckenden Kunstgegenstände auf. Ganz folgerichtig schloss Nugent seinen Bericht mit den Worten: Der Herzog wird also an diesem, seinem Lieblingsort, bald einen prächtigen Palast bauen lassen. Der Ostflügel dieses Palastes, des Ludwigslusterschlosses, ist jetzt nach umfangreichen Restaurierungen wieder der Öffentlichkeit zugänglich. Am Dienstag wurden die Räume, die im Gegensatz zum Westflügel von den männlichen Bewohnern genutzt wurden, erstmals präsentiert und damit die Vision eines eigenen kleinen Utopiestaates, die Herzog Friedrich, genannt der Fromme, hatte. Es war eine Person, die durchaus ihrer Standes bewusst war, die sich auch mit Ludwigslust gerade, mit dem Anlegen der Planstadt, eine sehr dezidiert aufklärerische Note gegeben hat. Und dieses wollte er hier im Gesamtzusammenhang des damaligen Zeit, spätestens 18. Jahrhundert, die Ständeproblematik, die er hier hatte, praktisch seinen neuen Ideen leben und verwirklichen, indem er sich von Schwerin zurückgezogen hat auf seine Domäne und hier einen schönen Symbolstaat praktisch sich ausgedacht hat, mit dem Park, mit der Stadt, mit der Kirche gegenüber. Die neuen alten Räume lassen die Besucher auf Zeitreise gehen. Sie werden ins 18. und frühe 19. Jahrhundert katapultiert, in die Zeit des Barock, der Aufklärung. Faszination für die Natur, Prunk, aber auch Gottesfürchtigkeit der zwei hier residierenden Herzöge sind allgegenwärtig. Von der Pariser Papiertapete bis zum Kronleuchter. Für die Ausstattung galt, so authentisch wie möglich. Ja, man muss sich mit fast jedem Wort und mit jedem Detail immer wieder überlegen, inwieweit stimmt das mit dem Bild, was man selber aus vielen Quellen gewonnen hat, überein mit der Wirklichkeit. Weil wir haben natürlich Befunde, wir haben Quellen und wir haben ein gewisses Wissen, aber niemand war in der Zeit zu Hause. Und insofern ist das immer natürlich ein Blick von heute. Der Höhepunkt des Schlossrundganges dürfte für die allermeisten die beeindruckende Galerie sein. Hier waren die Restaurierungsarbeiten auch besonders aufwendig, denn statt des ursprünglich großen Raumes befanden sich hier lange Zeit viele kleine Büros. Die bekamen zu Herzogszeiten nur die hochgeschätztesten Gäste zu sehen. In besonders enger, sogenannter Petersburger Hängung, sind etliche Gemälde präsentiert. Daneben die Korkschnitzereien von Baudenkmälern des Altertums, eine der vielen Sammelleidenschaften des Herzogs. Historische Schätze der etwas anderen Art kamen bei den Bauarbeiten zutage. Für mich war dieser Wandeinkleber von 1870, wo man wirklich also ein Tapezierer geschrieben hat, dass hier preußische Truppen das Land durchqueren in Richtung Frankreich im Rahmen dieses deutsch-französischen Krieges. Und was wir an Botschaften für die Nachwelt hinterlassen haben, das haben wir vor allen Dingen mit den Zimmerleuten gemacht, wo wir dann also in Folie die Zeitungsartikel der Schweriner Volkszeitung eingespeist haben. Und die haben wir dann sozusagen in der Zwischendecke hinterlegt. Die schweizerischen Architekten von Grönland, Basel, standen vor der Herausforderung, einen fast unmöglichen Spagat zu schaffen. Einerseits zu zeigen, wie die Räume authentisch aussahen und andererseits die Ausstellungen im wahrsten Sinne des Wortes ins rechte Licht zu rücken. Es gibt zwei Typen. Es ist eine ganz dezidiert Unterscheidung zwischen historischen Räumen, wo wir auch auf das Lichtsystem, Sie sehen da das Ausstellungslichtsystem, wir befinden uns in einem Ausstellungsraum, wo man das nicht verwendet hat und eigentlich nur die Kronleuchter mit kleiner Unterstützung von nicht sichtbaren LED-Strahlen. Aber wir haben eigentlich das originäre, authentische Kerzenlicht nachempfinden wollen und diese Stimmung im Raum soll auch da sein. Sie verzichten natürlich da auf Exponaterklärungen, sie verzichten da auf wichtige Gemälde, weil sie die da nicht richtig sehen können.
Krönung jedes Ausfluges ins 18. Jahrhundert ist natürlich der Goldene Saal. Dessen Boden ist nach den aufwendigen Bauarbeiten wieder betret und betanzbar. Und hier wird die Zeitreise wirklich erlebbar, denn eigens aufgenommene Kommentare und Barockmusik machen hier die Illusion perfekt. Die einzelnen Räume wurden bis ins kleinste Detail geplant. In Ludwigslust hat es 6 Jahre gedauert. Der Raum an sich, wenn der konzipiert ist, die Stücke ausgewählt sind, der Raum ist restauriert, dann haben wir Arbeit wirklich vor Ort, sind vielleicht 2 Monate. Da kommen dann wirklich jede Legende, jeder Text, jedes Licht wird ausgerichtet. Die Exponateinbringung hat hier bei den Uhren speziell lange gedauert. Sie sehen diese Ganzglasvitrinen. Die Restauratoren mussten in die Vitrine reinsteigen und jedes Stück nacheinander aufbauen. Dann wieder ein Glastablett rein, dann das nächste Stück. Also es ist schon eine logistische Meisterleistung, was hier geleistet wurde. 20 Räume stehen im Schloss Ludwigslust nun zur Besichtigung bereit. 13 Millionen Euro kosteten die Restaurierungen, zu etwa 80% unterstützt durch europäische ELA-Fördermittel. 2,5 Millionen Euro flossen in die umfangreichen Ausstellungen. Der Westflügel, die Gemächer der Herzoginnen, wird als nächstes geschlossen und in den nächsten Jahren mindestens ebenso aufwendig restauriert.